Pro-Pop Music Shop. Kreatives und Progressives, ausgesucht von Winfried Trenkler. Guten Abend, liebe Rockfreunde. Zuerst zu einer amerikanischen Gruppe, die hier, diesseits des Atlantik, noch gar nicht so besonders populär ist, obwohl ihre Musiker oder ein Teil ihrer Musiker es einmal waren. Gründer ist Jay Ferguson. Jay Ferguson war der Leadsänger und Tastenmann bei der Spirit und hatte im letzten Jahr die JoJo Gunn gegründet. Hören Sie die JoJo Gunn mit dem Sänger Jay Ferguson mit Broken Down Man. Nun reicht die Zeit leider nicht ganz, die JoJo Gunn mit Broken Down Man zu Ende zu bringen. Dafür zum Abgesang hier noch einmal und wie immer die Caravan. Bis in 14 Tagen dann, Ihr Winfried Trenkler. Guten Abend, liebe Rockfreunde. Ich hatte in der vorletzten Sendung für heute einen Festivalbericht von Schesel angekündigt. Teilweise spreche ich hier Dinge allgemeiner Art an, die in irgendeiner Form auf allen Festivals auftreten, wie zum Beispiel die Erwartungen, mit denen das Publikum zu solch einer Veranstaltung kommt, oder das oftmals so schwierige Verhalten der Musiker und die Situation des Veranstalters. Radiothek. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schwingungen aus dem Kölner Funkhaus. Grüßt Sie und Euch, Winfried Trenkler. Wie viele von Ihnen wissen werden, ist dies die letzte Schwingungen-Sendung auf WDR 1. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon, überlasse der Musik die allerletzten Minuten. Tschüss und gute Nacht. Und an anderer Stelle wieder, Ihr und Euer Winfried Trenkler.
Amerikanern steht ja auch Cusco. Also den Michael Holm, den Schlager oder sage ich mal jetzt so grob Musiker, den habe ich natürlich nicht gesendet. Aber Cusco war ja sein Instrumentaltitel, den er so gut gemacht hatte und der in Japan so riesig ankam. Das war erst eine Spielerei von ihm und seiner Band. Und dann wurde, und das konnte man dann eben halt auch in Schwingungen spielen. Genau das. Und dann fragte die Plattenfirma, und für den war das nur so eine vorübergehende Sache, die sie mal gemacht haben, spielerisch und auch aufgelegt und dann aber mehr oder weniger vergessen hatten. Und in Japan ist das ein Riesending geworden und die fragten dann, ich meine, es war Sony Japan fragte nach, wo ist denn die nächste Platte dazu? Und dann haben sie dann eben halt nochmal nachgelegt. Und er hatte ja dann also auch den Keyboarder, den Christian Schulze, in seiner Band. Und der Sohn von dem Schulze, der Lili Marleen komponiert hat. Meine erste US-Reise 1974. Da habe ich Les McCann interviewt. Da habe ich Bachman Turner Overdrive interviewt in New Orleans. Ich glaube, dieses Interview hier mit Nektar war auch in New Orleans. Die spielten nämlich ein, zwei Tage nach Bachman Turner Overdrive in derselben Halle. Und bei dem Bachman Turner Overdrive Konzert ist in der Halle währenddessen einer erschossen worden. Daran erinnere ich mich noch. Und dann habe ich auch noch ganz zufällig in einem New Yorker Hotel in der Rezeption Ralf Hütter von Kraftwerk getroffen. Ja, das war auch eine dicke Überraschung. War es auf dieser Tournee oder ich bin ja noch ein zweites Mal 76 in den USA gewesen, als ich auch noch Joe Zawinul von Weather Report interviewt habe. Und auf einer dieser beiden Tourneen habe ich auch noch in Los Angeles Chicago interviewt. Und eines meiner Lieblingsinterviews und auch einer meiner wirklich nettesten Menschen, also worauf ich mich riesig auch noch viele Jahre später gefreut habe, dem begegnet zu sein. Das war so ein herzliches Interview mit so viel Verständnis gegenseitig. Auf dem Dachgarten eines Hotels am Sunset Boulevard mit Ray Manzarek. Ja, deshalb auch bewegend, weil er also hier nach Deutschland kam, um hier zu sterben. Das ist schon verrückt. Was there a lack of expression? I mean, when you changed from an art teacher, and you never started it, and did you search for new, free expression? Well, I never made it to be a teacher. I was a student. I left before. But I felt that the way I was being taught and the manner I was being taught was not really what I considered to be right for me. They wanted me to adopt a style that they taught me. And I think art is about free expression and about individualism. But also the colleges in London were turning very academic. They were going more into graphic art and commercial art. And I wanted to do painting in the classical sense. So I left and took up music full time. Noch einmal, das muss ich auch sagen, dann kamen die Kings auf Tournee in die Kölner Sporthalle. Sie waren eine große Nummer, die Kölner Sporthalle. Und da habe ich die ganze Soziologenbande, die Assistenten, Kommilitonen und so weiter, alle, die wir da arbeiteten, bei Scheuch im Institut für vergleichende Sozialforschung. Und ich war da der Beat- und Rock-Mensch schon hatte und versorgte die übrigens auch alle mit Schallplatten. Und dann habe ich die alle dahin gelotst. Und ich hatte ein großes Pappschild gemacht. Das habe ich in meinem Leben ja nun auch kaum oder wann wieder gemacht. Großes Pappschild und zwar einen der Titel der Kings, einen erfolgreichen. Es könnte Sunny Afternoon gewesen sein, drauf gemalt, sozusagen als Wunsch. Ja, spielt das bitte. Aber dann sitzt du dann irgendwo 100 Meter entfernt in der Sporthalle. Das können die natürlich überhaupt dann nicht mehr gewahr werden. Okay, es hat aber lange gedauert und dann in einer späten, fast, muss man ja schon sagen, Formation der Kings, habe ich ihn dann in Hamburg getroffen in einem Hotel und wir haben ein langes Interview gemacht. Weiß auch noch, dass wir
dann das unterbrochen haben, dann hochgefahren sind in sein Zimmer und im Fahrstuhl sagt er zu mir, deinen Mantel, den hätte ich gerne. Verkaufst du mir den? Ja, ich hatte eben halt einen schönen, schwarzen, schlanken Mantel an, aber ich mochte den so gerne, dass ich gesagt habe, nee. Also ich hätte ja auch sagen können, mein Gott, also Ray Davis kauft mir einen Mantel ab. Oh, was für eine Geschichte. Aber nein, ich wollte ihn behalten. Und dann war es auch gut. Und wir haben ein langes, schönes Interview gemacht. Er ist ja eloquent und ein richtig guter Kopf. Sehr, sehr angenehm. Reden wir über Vangelis. Vangelis ist einer der Heroen der elektronischen Musik und der Instrumentalmusik und auch einer, der von sich aus früh angefangen hat, also der nirgendwo bei jemandem aufs Trittbrett gesprungen ist. Er gehört einfach zu den Mitbegründern des Genres. Und er galt als schwierig. Er hat ja nicht mal für seine Filmmusiken hat er aus Hollywood Preise gekriegt. Irgendwas hätte ein Was holt man dich da ab? Ein Oscar für die und die Musik und so weiter. Hat er nicht mal sich abgeholt. Er ist nicht mal dahin gefahren. Er hat gesagt, schickt's mir. Und wo er gerade wohnte. Denn er ist ein richtiger, ja, Erdenbewohner. Soll ich sagen, der natürlich aus Griechenland stammt und das weiß er auch, aber der eben halt immer wieder ganz woanders seine Zelte aufgeschlagen hat. Er hat dann ein paar Monate in London gelebt, ein paar Monate in L.A., ein paar Monate in Rom und auch eine Zeit lang in Paris. Und als er in Paris war und ich also ihn gerne interviewt hätte und die Plattenfirma war also auch sehr daran interessiert, ist es dann eben halt dazu gekommen. Aber wie gesagt, er galt als schwierig. Aber das schreckt mich nicht unbedingt ab. Man weiß ja nie, wie es kommt. So, also ich bin also nach Paris geflogen und komme in sein Hotel und da hatte er sich eine ganze Suite gemietet. Und da hatte ich es also zuerst und in der Suite in dem Nebenraum, also war sein Sekretär zugange. Und der hat mich also zunächst mal empfangen und Vangelis war aber noch, ich war ungefähr so um die Mittagszeit angekommen, Vangelis war noch nicht aufgestanden oder war jedenfalls noch nicht fertig und kam ein bisschen später. So, und als er dann kam, freundliche Begrüßung, absolut, hatte er erstmal Hunger und sagte, komm, wir essen erstmal was. Und dann bestellte er, was er eben halt wollte. So, und dann wurde uns das aufs Zimmer geliefert und ich hatte einen Teller vor mir, er hatte einen Teller vor sich und dann haben wir gegessen, Mittagessen oder Lunch, wie auch immer. Und er war relativ schnell fertig, ob er nun aufgegessen hat, ja oder nein, spielt keine Rolle. Jedenfalls sagte er zu mir, isst du mal weiter, ich mache dir inzwischen Musik. Und dann setzte er sich, er hatte in dem Zimmer, in dem großen Zimmer, seine ganze Keyboard-Burg aufgebaut. Und dann setzte er sich also an seine Keyboards und spielt mir Musik zum Essen. Das ist einfach unglaublich, sowas vergisst man nicht. Vangelis macht für dich Tischmusik. Und sagt dann auch noch, ne, bleib sitzen, genieße. Also das war einfach fantastisch. Und dann haben wir stundenlang ein langes Interview gemacht. Ich habe nichts davon gemerkt, dass dieser Mann schwierig ist. Und ich habe 3 Kassetten voll Interview mit ihm gemacht. Und am Ende dann, irgendwann war dann auch wieder der Flieger angesagt. Als ich fertig war, verabschiedet er mich mit Musik wieder und spielt die Deutschlandhymne. Verabschiedet mich mit der Deutschlandhymne, aber jetzt nicht so mit einem Finger gespielt, dass er halt die Melodie im Kopf hat. Nein, mit Akkorden spielt er das Haydn-Kaiser-Quintett in seinen Keyboards zum Winke-Winke. Einmalig und vergessen. Von wegen Frank Zappa. Ich war 2-mal in den USA, 74 und 76. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Reise es war, aber jedenfalls guckte ich drüben im Hotel Fernsehen und da lief gerade eine Sendung.
in der man, der eingeladene Gast, nicht lachen darf. Und jemand anderes versucht nun alles, um ihn zum Lachen zu bringen. Und erzählt also einen Witz und eine besonders lustige Geschichte und so weiter, worüber das Publikum, ich glaube, da gab es auch noch Publikum, darüber lachte. Aber der Kandidat darf nicht lachen. Und das war Frank Zappa, den sie eingeladen hatten. Und Frank Zappa hatte also seine Gesichtszüge im Zaum und bestand also diese Sendung, ja, also positiv. Er lachte nicht. Als der Solo-Instrumentalist hat er noch nie auf der Bühne gestanden. Er ist einer der gefragtesten Produzenten und ein Meister im Studio, aber eben halt nicht mehr auf der Bühne gewesen. Also, letzter Akt hier und heute Abend. Viel, viel Spaß mit E-Rock, Urs und Stefan. Mein erstes Interview mit Alan Parsons. Ich wohnte noch in Köln, kriegte einen Anruf von einer Plattenfirma aus Hamburg. Wir haben Alan Parsons in Hamburg, möchtest du zum Interview kommen? Ich kannte ihn nicht. Die konnten auch nichts weiter über ihn erzählen, sagten aber, der war Toning bei Pink Floyd. Okay, das ist eine Empfehlung, das macht dich neugierig. Also bin ich nach Hamburg geflogen. Wir trafen uns im Hotel. Alan Parsons Project, so hieß ja, die Band, wie soll man sagen, also der Act. Alan Parsons selber und Eric Wolfson, die beiden waren das Herzstück und die traf ich eben halt auch. So, und dann macht man sich erstmal ein bisschen bekannt und die waren gerade von der Medium gekommen und hatten auf der Medium einen kleinen Stand gesehen und auch dort angesprochen und der sie beeindruckt hatte. Und das war
entstand von den Gebrüdern Schunke aus Grevenbroich, Bruch, wie auch immer. Ja. Und die einen sagen so, die anderen sagen so, ich weiß nicht. Und die waren normalerweise gar nicht im Musikgeschäft. Die hatten aber die tolle Idee, den Kunstkopf oder die Kunstkopf-Stereophonie in die Pop-Rock-Musik hineinzubringen. Und der war nämlich gerade erfunden worden und wurde uns auch im WDR vorgestellt und demonstriert. So, und die beiden hatten mich vorher schon angesprochen, weil sie sich eben halt kontaktmäßig überhaupt nicht auskannten in der Branche, ob ich ihnen Kontakte verschaffen könnte. Ich bin unter anderem einen ganzen Tag lang mit ihnen in London von einer Plattenfirma zur anderen getigert, um sie mit ihrem Projekt, dem Kunstkopf, vorzustellen. So, und naja, jetzt erzählen die beiden, Alan Parsons und Eric Wolfson, dass sie das beeindruckt hat. Und ich taufrisch sozusagen auch mit den Schunkes zu tun hatte und wusste, dass die auf der Suche nach einem Studio gelandet waren in der Wilstermarsch. Das ist nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein. Und dort haben sie ihr Studio eingerichtet, ihr Kunstkopf-Studio, in einem ehemaligen Schweinestall. Und ein Katzensprung. Und ich sagte das den Parsons und Wolfson und wir waren sofort Feuer und Flamme, alles gepackt und sind rausgefahren und haben die Schunkes überrascht. Die waren auch da, glücklicherweise. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir doch das Interview mit einem Kunstkopf. Der stand ja da. Und weil es wunderschönes Wetter war, haben wir den Kunstkopf rausgenommen, ringsrum von Land und Landwirtschaft umgeben und haben das Interview gemacht. Weil es so ein schöner Sommertag war, blauer Himmel, war das auch gut für Testflüge und Düsenjets und all die Geräusche da draußen, die kamen dann eben halt mit dazu. Weil mit Kunstkopf aufgenommen, konnte man genau lokalisieren, welches Geräusch, welcher Klang kommt von wo und wohin bewegt er sich. Du konntest das genau verfolgen, sozusagen akustisch, wenn du das hinterher hörst. Allerdings muss man es mit Kopfhörern hören. So, und dann erzählt Eric Wolfson eben halt auch über das Debütalbum, das die beiden ja nun hatten. Und das war angeregt von Edgar Allan Poe-Geschichten. Und hieß auch Tales of Mystery und muss ich jetzt nicht genau wissen, aber das, darum ging es. Und er erzählt zum Beispiel aus dem den Titel The Raven, der Rabe, wie jemand in der Nacht einen Raben laut krächzen oder rufen hört. Und der tritt hinaus aus der Tür, horcht in die Nacht hinein. Und genau in dem Augenblick mut eine Kuh von dem Mann sozusagen von der Wiese. In one position be exactly equidistant from each of the four speakers and so therefore maybe quadraphonic is wrong somehow. How far could it make a musician create adequate ideas? I think they've done very well. Ich habe eine ganze Sendung alleine über das Album gemacht und eben halt mich reichlich bedient aus diesem Interview. Und wer immer das hören wollte über Kopfhörer, der konnte das dann eben halt auch entsprechend genießen.